Es war einmal vor langer, langer Zeit eine große, große, große Erde mit Ozeanen, Flüssen, Seen, Bergen, Tälern. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Pflanzen. Pilzen, Tieren, unter Wasser, auf Land und in der Luft, Wälder, Bäume, Sträucher, Früchte, Samen, Blätter, Blüten, Wurzeln, Insekten, Reptilien. Fossilien. Und dann gab es da noch die Menschen. Diese Menschen, die lebten zu der Zeit auf diesem schönen Planeten, dem blauen Planeten der Erde, hatten Luft zum Atmen. Die Sonne schien jeden Tag, manchmal hinter den Wolken versteckt. Manchmal auch nicht. Der Mond war nachts zu sehen oder die Sterne, wenn es nicht bewölkt war. Und die Menschen vermehrten sich. Manche wurden alt. Und wurden wieder zur Erde. Aber dafür kamen neue. Und sie lebten auf dem ganzen Planeten und sogar auf Schiffen und auf Inseln im Meer oder im See oder auf dem Fluss, in den Bergen, im Eis, im Schnee, in der Steppe, in der Wüste, im Dschungel, im Wald, auf dem Land. Fluss, am See, am Berg, im Tal. Ja, diese Menschen, die lebten dann da so, im Einklang mit den Jahreszeiten, halfen sich gegenseitig und lebten glücklich als Großfamilie. Mit Tieren und den Pflanzen. Besorgten sich Nahrung und teilten alles, was sie hatten. Und waren friedlich miteinander. Und zogen durch die Welt. Bauten viele Sachen an sich. Um das Leben einfacher zu machen. Und gaben das Wissen in verschiedenen Sprachen, verschiedene Klimaregionen der ganzen Erde an ihre Jüngsten weiter. So lernten alle voneinander. Und es stand irgendwann alles im Netz. Als große Bibliothek. Von allen mitgeschrieben, in allen Sprachen. Für jeden. Und jede einzelne Person der Welt. Für jeden Menschen. War dieses Netz zugänglich. Mit einem kleinen Gerät oder einem großen Gerät. Von überall her konnte man sich das Wissen teilen und von anderen lernen, ohne sie direkt kennengelernt zu haben.
ist anders. Lernen die Menschen nicht mehr nur von den Maschinen. Wie? Oder haben die Menschen überhaupt schon mal von den Maschinen gelernt? Ich glaube, das ging noch gar nicht. Vielleicht haben die Menschen nie von den Maschinen gelernt, sondern die Maschinen von den Menschen. Weil die haben ja eigentlich sich nie selbst erschaffen, wie wir Menschen oder wie Tiere sich immer wieder selbst erschaffen. Das machen die Maschinen ja gar nicht. Aber wir Menschen machen das immer noch. Also haben wir dieser Maschine, diesen Geräten, alles erzählt. Haben denen erzählt, wie es uns geht, was wir so machen, wo wir so herkommen, wen wir so kennen, warum wir was wie machen und wo wir was machen und was wir können und was wir nicht können. Und das haben wir dann geteilt mit anderen Menschen, mit den Geräten, die wir so zur Verfügung hatten zu der Zeit. Und das haben wir dann alles ins Netz gemacht. Wie so ein großes Spinnennetz ohne Spinne. Weil ist ja gar keine Spinne im Netz. Ist ja nur ein Internet. So heißt das. Mit T, nicht mit D. Sonst hieß es ja Internet. Ja. Und jetzt können wir uns eigentlich alles sagen. Und von jedem zuhören. Und von jeder auch. Jeder Frau, jedem Mann, jedem Kind, jedem Opa, jeder Oma können wir jetzt zuhören lernen. Ja. Und dann können wir verstehen lernen, was die so erzählen von den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen der Weltgeschichte. Die alten Dinosaurier und die Quastenflosser und alle Tiere herkommen und die Pflanzen herstammen und die Menschen Generation für Generation. Das können wir alles von denen lernen, von den alten Menschen, die das noch wissen. Und die sind überall verteilt. Auf der ganzen Welt sind die verteilt. Diese weisen Menschen, die noch wissen, welcher Baum woher kommt, welcher Strauch wo wächst, welches Land wie, wann, war und jetzt ist. Ja, diese Menschen gibt's noch. Und die erzählen auch ihre Geschichten und schenken sie damit der Welt. Diese Geschichtenerzähler und Geschichtenerzählerinnen, die Magier und Magierinnen, die Kräuterhexen, die Menschen auf der ganzen Welt, die wissen so viel und können sich alles teilen. Und die wissen auch, was sie jeden Tag brauchen. Essen, trinken, schlafen. Und jetzt können wir uns doch alle wieder helfen. Dann wissen wir eigentlich, wer wann wo was braucht und macht. Das ist alles auf einer Karte. Irgendwann. Vielleicht bei Dokutopia fängt es ja an. Da können wir alles umsonst. Für freie Zeit. Für freie Zeit. Was heißt das eigentlich für freie Zeit? Haben wir nicht alle immer gleich viel Zeit?
jeden Tag und jede Nacht eine Stunde, zwei Stunden, 24, 26, 29, was sind denn die Stunden? Minuten und Sekunden, wie bei Momo, braucht man ja nicht auf dem Spiegel schreiben, um sich auszurechnen, wie viel wir noch haben. Nee, das müssen wir nicht auf den Spiegel schreiben. Wieso überhaupt schreiben? Oder rechnen? Oder lesen? Oder ungesund rauchen? Oder trinken? Gesund trinken, Wasser und Tee? Oder ungesund trinken, viel Alkohol? Ist doch auch nicht so klug in der Zeit, die wir so jeder Mensch für sich hat, im Leben, jeden Tag. Was machen wir da? Glück. Was war denn das nochmal? Glück. So, Tabak ist ja auch nicht Glück. Tabak ist Rauch mit Gift drin. Inhaliert man in die Lunge und wird krank von auf Dauer, habe ich gehört. Weil es dumm ist, sollte ich das ja nicht tun. Weil wenn man was Dummes tut und das tut, dann nicht gut, ist das ungesund, also ist das dumm. Es wäre klüger, es nicht zu tun, also. Warum mache ich das dann? Dann bin ich halt dumm. Weil ich mich dadurch nicht gesund halte. Wieso? Stadt leben ist auch nicht gesund. Warum lebe ich in der Stadt? Mit vielen Autos, Abgasen, die uns vergiften wie beim Rauchen. Jeden Tag einatmen, wenn ich durch die Stadt laufe oder mit der Bahn fahre. Obwohl, da sind keine Abgase in der Bahn. Irgendwo. Irgendwo da hinten ist der Mond. Ich war noch nie da. Ich glaube, noch nie ein Mensch hat es geschafft, auf den Mond zu fliegen. Vielleicht war es ja schon mal irgendein Gerät mit Menschen drin in der Nähe. Wer weiß. Ich war nicht dabei. Ist ja eigentlich auch nicht so wichtig, weil da wächst ja keine Pflanze, die man essen kann, keine Luft, die man atmen kann und da fließt auch kein Wasser, was man trinken kann. Also, naja, ist vielleicht dann nicht so gesund, dieser Planet. Ist ja gar kein Planet, ist ja ein Stern. Nee, ist auch kein Stern, das wäre dann eine Sonne. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Mond. Ja, ein erdähnliches Ding ohne Wasser, ohne Luft. Und ohne Erde, ohne Pflanzen, ohne Tiere, ohne Wälder, ohne Flüsse, ohne Seen, ohne Berge, ohne Dschungel, ohne Wüste, ohne Steppe, ohne Eis. Oder doch, auch wenn da Eis wäre, auf irgendeinem anderen Mond oder auf einer anderen Sonne, das wäre schwierig, glaube ich. Für die Sonne, wenn da Eis wäre. Aber hier auf der Erde ist es ja zum Glück manchmal auch nicht nur so heiß wie auf der Sonne oder so kalt wie auf dem Mond, sondern mal wärmer, mal kälter, mal heller, mal dunkler, dass Menschen mal schlafen können und Tiere und Pflanzen haben auch ihre Pausen verdient vom täglichen Sonnenschein. Tja, schon schön, dass die Welt sich so dreht. Die Erde, der Planet, auf dem wir leben. Wenn der sich nicht drehen würde, der Planet, die Erde, Gaia,
dann würden wir ja gar nicht viel abkriegen von dieser ganzen kosmischen Strahlung. Ja, von dieser Sonnenstrahlung, von unserer einen Sonne, die uns so viel Wärme schenkt. Seit Jahrmillionen scheint die Sonne und macht uns glücklich. Und je nachdem hält uns halt am Leben die Sonne und das Wasser. Und die Luft gibt uns den Atem, damit wir atmen können. Sauberem Wasser. Wir haben was zum Essen, wenn wir glücklich sein wollen. Wir haben was zum Trinken, dann sind wir nicht mehr durstig. Und wir können uns warm halten, gegenseitig, damit uns nicht kalt ist im Winter. Wir können von den Ältesten lernen. Und von den Jüngsten auch. Weil die Kleinsten sind die Schnellsten, die leben am längsten auf unserem Planeten Erden. Auf dieser Kugel. Jetzt haben wir dieses ganze Wissen von den Alten und von den neuen kleinen Menschen, den großen Menschen, den dicken Menschen, den dünnen Menschen, den dunklen Menschen, den hellen Menschen, den bunten Menschen. Alle Farben haben wir hier im Auge. Da, alle haben weiße Augen. Und einen schwarzen Punkt in der Mitte. Und dann drumherum so eine Farbe. Oder eine andere Farbe, ist ja auch egal. Ja, manche haben mehr Haare, manche haben weniger Haare. Manche haben glatte Haare. Manche haben grauselige Haare. Dünne oder dicke Haare. Lange, kurze, keine Haare, viele Haare, Haut, Fingernägel, Nase, Zähne, meistens, dann kommen nochmal neue Zähne, meistens. Und wir haben auch Leben gelernt, überall anders. Schon spannend. Dieses Leben. Ja, was machen wir mit dem Leben jeden Tag? Mit unserer einmaligen Zeit, dem Moment, der nie wiederkehrt, nie wieder. Einmal im Leben haben wir nur so einen Moment und dann kommt der nie wieder. Was machen wir mit dem Moment? Jeden Augenblick. Was macht uns denn wirklich glücklich? Was ist Liebe? Was ist Kunst? Was ist Wahrheit? Was ist Ehrlichkeit? Offenheit? Dankbarkeit? Wo geht's hin? Wo kommen wir her? Von Mama? Von Papa? Schwester, Brüder? Onkel, Tanten, Opas, Omas? Uromas, Opas und Omas. Ja, da kommen wir her. Und die Babys sind die Jüngsten. Die leben am längsten. Die wissen manchmal vom Moment noch mehr. Die Babys, weil die haben Hunger. Und dann schreien sie, bis jemand kommt und sie füttert. Ja, die Babys. Die wissen noch, wie man was zu essen kriegt. Einfach nur, indem man schreit. Oder Frau. Halt Baby. Halt Kleinkind. Muss sich ja gar nicht ums Essen kümmern. Dafür gibt es ja meist eine Mama, einen Papa, eine Oma, einen Opa, eine Tante, einen Onkel.
Bruder, Schwestern und ganz viele Bekannte und Verwandte und Freunde und Fremde, die man noch nicht als Freunde kennenlernen durfte. Und dann gibt es halt die vielen Menschen um die jungen Menschen und die alten Menschen rum, die sich nicht mehr um sich selber kümmern können. Ja, diese Menschen sind ja dann eine Bedarfsgemeinschaft fast schon, wo alle teilhaben wollen am großen, ganzen Kuchen Erde, der so um die Sonne schwebt. Ja. 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 Und dann, was heißt denn Teilhabe? In so einer Erde. Mit Menschen. Die andere Menschen brauchen, um zu überleben. Die können das ja sonst nicht allein, wenn die zu alt, zu schwach sind, sich nicht mehr bewegen können, weil sie im Rollstuhl sitzen oder im Bett liegen oder noch nicht laufen können oder noch nicht essen können oder nicht mehr essen können und nur noch trinken können oder wieder essen können und trinken. Durch die Hilfe der anderen und der Werkzeuge, die wir dafür haben und den leckeren Pflanzen, die uns gesund halten. Ja, da braucht es halt die anderen Menschen dafür, die sich umeinander kümmern. Dafür können wir uns ja alle mal ganz entspannt in so einem Netz eintragen, das die Menschen zusammenbringt. Da brauchen wir kein Login für und kein Passwort. Können wir halt sagen, hallo, ich bin am Leben, ich bin hier, ich brauche das, ich kann das. Wer braucht das, was ich kann? Mache ich doch gern, komme ich vorbei. Und ihr könnt gerne immer vorbeikommen, wenn ihr was braucht, was ich so kann. So einfach dann. Ja, das sagt jetzt Boba Mende. Keine Frau, sondern ein Mann. It is some 10 seconds. Okay. I can say something. If I think of something, I will say something. If I don't think anything, I just stop. I look at you. Yeah, okay, look at me. No, not in the camera. It's better to look at me. Yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. I want to start with an. Question, when do you start with your peace, to start to be a peace activist? Oh, yeah. In 1970s, late 1970s and early 80s, there was so much fear about nuclear war. Yeah. I was living in San Francisco. I knew that San Francisco was targeted by Soviet nuclear warheads, maybe from submarines. And then I think people all over the world were worried about all-out nuclear war. So I wanted to be part of people who try to reverse the nuclear arms race. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. And when do you have the idea to connect this peace activism with the calligraphy? Oh yeah. And then for some time, my artwork and my writings, Buddhist studies, and then. My peace work were completely separate. Yeah. And then one day in mid 1980s, I had this idea of creating the kind of the scene of the end of the world by nuclear. Excuse me. By the scene of the end of the world by nuclear explosions.
So kind of splashes and then, you know, bold strokes of the brush and ink. And so I created a series called Stop the Arms Race Or. Yeah. And then I asked people to say, okay, or will be extinct, or and we should do this, and so forth. So I asked many people to fill the sentence. And then had an exhibition in San Francisco and in other parts. I think I had one in Belgium too. Yeah. It was a traveling exhibition. Yeah, and that was the first group in Belgium, or when you started to have the first group with calligraphy and this peace activism, this kind of style that you show here at the weekend. Did you have the first group? First group of people who are working together? Yeah. People who are working together were working on this nuclear arms race issues, and then I started try to stop the Gulf War. So we had a group of people kind of working together, and then I tried to stop Japan's plutonium project. So some friends and I started a group called Plutonium Free Future. So I often work with a group of people. Mm-hmm. And is there some project or some work that you are very proud of, or it's one of your famous projects that you realize? Well, I'm proud of all these projects. You know, we try to stop the nuclear arms race. It stopped. Seine Knochen wieder einrenken, die Nervenbahnen lenken. Und nicht nur annehmen, auch Liebe schenken. Nicht nur denken, mit unserem Herzen und unserem Geist, mit unserem Magen, mit unserem Steiß. Aus unserer Hand fließt Energie, aus dem Mund, genau wie unser Qi, ein Sonnenwirbel im Bauchnabel, tragen wir alle. Säugetiere ohne Fall. Wir können uns selbst heben, wir können uns selbst geben, wir können nehmen, wir können empfangen, wir können danken, wir können uns einander halten und zusammenwalten oder den Wald in die Stadt hereinlassen. Nicht mehr das Geld, sondern unsere Zeit sinnvoll veranlassen, zu sein und zu sehen und zu hören und zu riechen, zu schmecken, uns einander nicht nur den Tisch, sondern auch die Blumenwiese decken. Mit Früchten, mit Kräutern, mit Pflanzen wie Gras, Hanf, Wurzeln, Knollen, Pilzen, Samen, Körner, gedörrt, verzehrt, gekocht, gebraten, genährt. Und wo ist das Wasser? Mit Salz und ohne? Welche Keime trinkst du gerade? Welche Bohne? Ist die Verpackung das, was sie verspricht?
drin. Durch den Magen das Licht. Ist es nicht jedes Frühstücks jüngste Gericht, uns zu sagen, wessen Transparenz ist unsere Pflicht des Täglichen? Gewichts unserer Seele im Material der Erde. Und sie dreht sich weiter, jeden Tag um die Sonne. Wer wohl das an einem Tag? Sag, du. Bist du ich? Bin ich du? Habe ich gerade die Augen offen oder zu? Lass es dir gut gehen im Sein, im Moment. Den hast du für ewig, schon immer. Umsonst geschenkt. Ich lenke nicht, ich denke nicht. Ich lass mich fließen im Gedicht. Das sage ich nun dem Gerät und mir selbst ins Gesicht. Die Kunst ist nicht der Kunstmarkt. El arte no es el mercado de arte. Art is not the market of art. Der Kunstmarkt ist das toxischste Geschäft neben der Todesindustrie. Il mercato di arte è lo más tóxico mercado che hay al lado della industria della morte. The art industry is the most toxic market business which is existing beside of the murdering industries. Grün waschen der blutigen Hände. Lavar las manos lleno de sangre. Verde. Greenwashing of the hands from the blood. Und dann sind es wieder die Zahlen, die Strichcodes, QR-Codes und das www.kkk.@? And then, y entonces, qué? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Il y a plus d'explication. L'explication. Description. Innovation. Pourquoi? Pour qui? Quand? Où? À vous? Chez nous? Pour tous, pour toutes, l'équipe, le groupe, du monde, les gens, dans les environs.